So, da sind wir bei No More Heroes. Heroes Paradise. Wir sind beim vierten Raumkampf gegen Harvey. Harvey. Dieser komische magische Typ, Mann. Eine Mischung aus David Copperfield und Vega. Ich weiß auch nicht, was er darstellen soll. Ich bin mal gespannt, was er so drauf hat. Okay, er kann sich porten auf jeden Fall schon mal, ja. Das ist schön. Du bist ein Port, Heini. Dich kann ich ja jetzt schon nicht leiden. Dich kann ich ja jetzt schon aber sowas von gar nicht leiden. Muss mir jetzt erstmal sein Muster ein bisschen angucken, wann er verletzlich ist, wann ich was machen kann. Was er für Attacken hat vor allem. Viel wichtiger, dass ich die, fuck. Dass ich aus denen rauskomme. Jawohl, okay, das ist eine seiner Attacken, die er macht. Okay, ja gut, das ist noch recht simpel. Möchte man meinen, das kriege ich jetzt glaube ich noch hin. Diese drei Schläge hier. Dann macht er einen stärkeren Schlag. Ich habe zwar keine Ahnung, was du gerade gemacht hast, aber du kriegst erstmal fucking Double Arm Suplex kriegst du. Das ging so schnell, dass nicht mal die Zeichen auf dem Bildschirm waren. Holy crap. Ah, what the fuck? Echt jetzt? Was war das denn? Alter! Ja, du schenkst aber gerade ganz schön ein, Junge, das weißt du. Ja, okay. Bisher ist es doch eigentlich ganz okay. Ich bin aber immer noch gespannt, was der hat. Der packt auf jeden Fall wie jeder andere verdammte Gegner. Mann, da kommst du nicht weg vor diesem Ding. Also gerade immer geklappt, aber hey, das ist ja so schnell, das Teil. Das ist ja der Hammer. Oh, Mist. Ich weiß nicht, wie ich da flüchten soll. Muss ich im Kreis drumrum rennen vielleicht? Ich habe keinen Plan. It's magic. Ja, das ist wunderbar. Check it out. Ja, check it out now. Oh, Alter. Alter, ich hasse dich jetzt schon. Harvey, du bist jetzt schon ein Mongo, wie es im Buche steht. Und ich würde so gerne auf die Schnauze boxen. Oh mein Gott, komm her jetzt. Mit deinem Brieftauben da. Ja, 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 ja. Genau so sieht's aus. Was hast du davon? Wow, okay. Oh, wow, what? Jetzt hat er hier einfach mal... Komm ich da ran? Übel für verstrahlte Optik. Steuerung komplett umgekehrt. Ah, fuck! Im Kreis rein bringt's gar nicht, Mann. Absolut gar nicht bringt's es. Jetzt kann ich da auf die Schnauze boxen jetzt. Ja. Oh Mann, das war mies. Ich hab's voll nicht gesehen. Hey, dieses... Steuerung umkehren ist ziemlich nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ach. Haben wir es jetzt? Ah, Welcome to the Nightmare. Das heißt, er dreht und ich kann ihn wieder boxen derzeit. Welcome to the Nightmare. Das ist mein Stichwort im Prinzip. Oh, nee, Mist. What the fuck? Was ist das? Digga. Das ist ja cheap. Oh Mann, ja, danke schön, Kopf über. Sonst geht's ja eigentlich noch gut, ey. Ey, keine Chance, Mann. Keine Chance, diesem Drehangriff zu entkommen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Nee, jetzt ernsthaft, ich weiß es wirklich nicht. Was ich hier machen soll gegen diesen Freak. Okay. Oh, Mist. Da war er gerade für einen kleinen Moment verwundbar. Und ich habe es halt mal nicht in Anspruch genommen für mich. Oh, komm. Harvey, Mann. Sei doch kein Penner. Okay, er ist ein übler Penner. Ja, okay. Welcome to the Beam Katana to the face. Okay.
Ja, jetzt komm schon. Komm schon. Hallo? Travis, bitte schlag, wenn ich dir sage, du sollst schlagen. Ich krieg den nicht mehr gestunt irgendwie. Ich krieg ihn irgendwie nicht mehr gestunt, denn ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, ich hab gerade tierische Probleme. Oh! Oh, oh ja, oh ja, oh ja. Double Arm Suplex! Dein bester Freund. Was zum Teufel? Wo ist der? Oh, das ist. Was kommt jetzt für ein Cheapo-Trick? Was kommt jetzt für ein Cheapo-Trick, Mann, wenn das schon so eine Filmsequenz ist? Nee, oder? Kann ich einer mal fair von euch kämpfen? Ohne Riesengehirn in dem Silo oder Assistenten, die mich in der Kiste einsperren? Während der Zauber aussieht wie Vega. Und jetzt? Oh Gott, okay. Komm schon! Goddammit! Hat mich das erwischt? Travis. Was? Instant! Hat er mich gerade instant gekillt? Komm schon! Okay, habe ich es überlebt? Ja. Nein, habe ich nicht. Komm schon! Fuck! Fuck! Okay, Leute, nachdem scheinbar dieser Typ übermächtig ist einfach nur und ich jetzt nach, keine Ahnung, wie viel Versuchen das ich nicht hingekriegt habe und immer wieder an der gleichen Stelle sterbe, dachte ich mir, hey, ich pack mal den Move-Controller aus. Ja, ich zocke jetzt einfach den Kampf mal mit Move, weil scheinbar ist mein rechter Daumen oder meine Hand oder meine Finger, wie auch immer, ja, zu lahm, um diese verdammte Kombination einzugeben, wenn man in diese Kiste drin steckt. Deswegen habe ich jetzt auch mal meinen Move-Controller ausgepackt und ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe es noch nie getestet damit. Deswegen, wollen wir mal schauen. Let's do this. Oh Gott. Muss ich erst mal ein bisschen orientieren jetzt, wie es funktioniert. Okay, yes! Da kann man draufhauen. Okay, macht das gleich nochmal. Sehr gut. Hau rein. Check it out, okay. Dann schauen wir mal, wie es mit dem Move Controller läuft. Also zumindest hoffe ich mal, dass dann. Also das kannst du die ganze Zeit machen. Bam! Okay. Bisher geht es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit der Kamera, wenn man die eben jetzt mit den X- und Kreistasten im Prinzip wechselt auf Move Controller. Aber vom Prinzip her. Und nach oben. Yes! Kein Problem. Funktioniert eigentlich ganz gut gerade. Ich bin erstaunt, wie gut es funktioniert. Das ist es ja. Ich habe zwar schon sehr, sehr viele Move-Spiele gespielt, aber jetzt noch nicht wirklich so eins damit. Also würde ich sagen, mein Action-Game oder Third-Person-Action-Game. Aber Alter, wie ich dem gerade einschenke mit dem Move-Controller, Mann. Das ist ja noch viel peinlicher für dich. Oh mein Gott. Ich meine ja, das Game war ja ein Wii-Game mal. Von dem her, es ist ja nichts Außergewöhnliches im Prinzip für dieses Spiel, dass man es so spielt. Vielleicht hat man einfach einen kleinen Vorteil sogar und ich hätte es die ganze Zeit schon machen sollen. Wer weiß. Schauen wir mal. Auf jeden Fall läuft es momentan sehr, sehr gut für mich, muss ich sagen. Viel, viel besser, als ich gedacht habe. Vielleicht schaffen wir ihn jetzt auch. Vielleicht schaffen wir dieses Dumme, während wir in der Kiste stehen, wo er uns dann instant einfach mal töten kann. Das wäre richtig, richtig schön, wenn ich das mal hinkriegen würde vielleicht. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich nicht den rechten Stick wabeln muss, wie so ein Vollidiot, weil ich keinen rechten Stick habe. Deswegen sollte das einfacher für mich sein, weil ja, scheinbar ist meine Hand ja zu langsam. Also ich meine, what the fuck, sorry mal, ernsthaft. Ihr habt gehört sicherlich, wie schnell ich gehämmert habe. Also eine Maschine bin ich dann halt trotzdem noch nicht. Was soll's, aber jetzt müssten wir demnächst. Ja, jetzt kommt die Musik. Ich muss sagen, ich habe es erstaunlich schnell bisher geschafft. Das erschreckt mich jetzt gerade. Okay.
Und dann wollen wir das mal schauen, wie es läuft. Was ich hier machen muss vor allem. Ich hoffe, irgendwie schütteln oder so, weil das hin und her wedeln mit so einem Ding kann, also, wie unglaublich falsch das klang, obwohl ich gerade voll den Controller gemeint habe. Aber mal voll, Junge. So, jetzt pass mal auf. It's Showtime. Wie, inwiefern? Komm schon! Ah! Oh Mann! Hab ich's hingekriegt? Ja Mann, wie es funktioniert hat! Wie es einfach eine gute Idee war, den Move-Controller auszupacken. Es ist einfach viel, viel einfacher, als mit dem rechten Stick rumzuwedeln. Aber beim ersten Versuch gleich. Okay, der Kampf geht jetzt noch weiter, oder? Du bist noch nicht fertig. Also ich bin noch nicht fertig mit dir, so rum. Ich bin auch voll noch nicht fertig mit dir. Gott, wie einfach das plötzlich ist mit Move-Stick. Wie easy dieses Spiel ist, wenn man es wirklich mit einem Move-Controller spielt, ist ja der Wahnsinn. Das ist auch mal sowas von drauf ausgelegt, das merkt man richtig, das ist ja krass. Gut, während du hier Welcome to the Nightmare machst, wank ich mir ein. Hm, diesmal sogar, passt sogar die Bewegung. Oh ja, Tauben. Stimmt, du hast ja tödliche... Greif ihn, yes! Fucking Double Arm Suplex! Hey, ja, genau so muss es sein. Nochmal? Okay. Scheinbar macht das es nochmal. Gut, okay, aber... Sollten wir wieder hinkriegen, hoffe ich doch. Wie muss ich dieses Mal schütteln? Ah! Kommt schon! Hat's funktioniert? Bitte, 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 bitte! Yes! Ah! Haha. Okay, er macht's also nicht nur einmal. Also, selbst wenn ich es einmal geschafft hätte mit dem rechten Stick, hätte er es nochmal gemacht und dann wäre ich drauf gegangen. Und dann wäre es eh Rage-Modus gewesen. Komm schon, gibt's doch nicht. Komm, zeig mir. Ah, ich zeig dir den Nightmare, Junge. Komm schon. Und zack. Jawohl. Oh, ich hab dich gleich! Ich hab dich gleich, Junge! Komm schon! Mach was Dummes! Dumm genug für mich! Yes! Ihr glaubt nicht, wie unglaublich froh ich gerade bin. Wie wär's mit gar nicht mehr? Wir haben Leidnis, ja, Mann, zur Segi. Oh, holy crap. Das ist mal eine verdammte Show, für die ich Geld bezahlen würde. Jawohl. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Move-Controller mir jetzt gerade einfach mal die Aufnahme rettet. Oh ja. Das war eine schwere Geburt, Mann. Mir tut so unglaublich die rechte Hand weh, einfach nur gerade eben. Mein Name ist Travis Touchdown. Danke euch alle, dass ihr heute kommt. Ich hoffe, ihr habt die Show genossen. Die war geil, Mann. Ich würde auch gerne heute Abend für euch danken. Als Resultat, Travis Touchdown ist jetzt ranked 4th Platz. Und die Show wird weitergehen. Ich hoffe, euch alle bald wieder zu sehen. And have a good night. Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, ich muss würgen. Ach was. Ach was. Yes. Wir haben schon mal einen Teil abgekriegt. Fucking nice. Da hat sich die Zerstörung meiner rechten Hand aber mal komplett gelohnt, Mann. Als Rangliste. Haver, was auch Haver, keine Ahnung. Der Typ, der aussieht wie Vega, den haben wir sowas von vernichtet. Und damit sind wir jetzt Rang Nummer 4. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich nicht vielleicht... Yes! Vierter Platz erreicht. Ob ich nicht vielleicht das Let's Play sogar mit dem Movestick einfach weiter oder sogar zu Ende mache. Wir gucken mal. Vielleicht... Also die Folge nehme ich jetzt definitiv noch zu Ende damit auf. Also ich kann das schlecht jetzt wechseln. Ich glaube, es funktioniert auch gar nicht. Schauen wir einfach mal. Je nachdem.
Vielleicht gewöhne ich mich auch wirklich dran. Das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, ist eben die Kamera. Weil dadurch eben, dass man zum Glück in dem Fall, wenn man gerade bei dem Kampf gesehen hat, keinen rechten Stick hat, muss man es eben mit den Tasten hin und her bewegen. Und könnte ein bisschen, es ist teilweise vielleicht ein wenig schwierig. Oh Mann, erst mal kurz einen ablassen, aber sowas von. Oh Gott. Oh nein, falsch. Ich habe ja einen Linkstick, das vergesse ich gerade. Ich will die ganze Zeit rumwedeln mit dem Ding hier. Klappt aber nicht, ich kann nicht wedeln. Oh Gott, ich kann nicht wedeln. Also mit dem Ding hier halt, ne? Das, wo oben so rund ist und leuchtet. Ah. Wieder was ganz anderes gedacht, ihr Perversen. Wusst's doch. Yes, okay. Nee, halt mal, jetzt kann ich wieder raus. Mit T. Ist auch geil. Warum heißt die Taste eigentlich T? Also T wie Taste, das verstehe ich schon, aber. Oder T wie Trick. Ach so, wegen Trigger, klar. Ah. Wer hätte es gedacht? Travis hat komische Vorlieben, mal ganz ehrlich. Oh, verdammt. Schau mal, wie wir jetzt für den dritten Rangkampf brauchen. Oder für den Kampf um Rang 3. So rum. Dritter Rangkampf ist falsch. Wahrscheinlich 500.000, 54.000. Ey, Gene, verdammt nochmal. 450.000, ja. Rang Nummer 3. Unterschreiben wir doch mal ganz schnell. Leute, das war wirklich eine extreme Geburt. Ich muss jetzt mal ganz kurz eine Pause einlegen. Mir tut gerade wirklich unglaublich einfach nur der Daumen, die Hand und das Handgelenk weh. Oh. Wir gucken, wie wir beim nächsten Mal Kohle verdienen. Nein, hey, wow. Oh, man kann auch einfach hin und her mit dem Ding wedeln und er geht auch dahin, wo man will. Auch nicht schlecht. Wir gucken beim nächsten Mal, wie wir Kohle verdienen für den nächsten Rangkampf. Rang Nummer 3 wird es dann. Ja, guck mal, wie das wird. Ich versuche in der Zeit wieder mal Gene von dem verdammten Deckenventilator runterzuholen. Das war eine Scheiße, diesen Ventilator zu holen. Bis dahin. Haut rein.